Sie sind hier, 9. Januar 2019, Update vor 50 Minuten. Von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Philipp Kohlschreiber steht im Viertelfinale von Oakland. Urheberrecht Getty Images Update. Philipp Kohlschreiber ist in Oakland bei der Generalprobe für die Australian Open ins Viertelfinale eingezogen. Auch Jan-Lennard Struff zieht eine Runde weiter. Die beiden deutschen Tennisprofis Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff stehen bei der Australian Open Generalprobe im neuseeländischen Auckland im Viertelfinale. Ausgeschieden ist dagegen der Münchner Peter Goldschöpf. Kohlschreiber setzte sich in der zweiten Runde gegen den französischen Qualifikanten Hugo Humbert nach 72 Minuten mit 6:4, 6:4 durch. Der 35-Jährige trifft damit am Donnerstag im Viertelfinale auf den an Nummer 2 gesetzten Italiener Fabio Fognini, der zuvor den Münchner Peter Goldschöpf mit 6:2, 3:6, 7:6, 7:5 ausgeschaltet hatte. Auch Struff souverän im Viertelfinale, 9 Minuten weniger als Kohlschreiber benötigte Jan-Lennard Struff zum Einzug in die Runde der letzten 8. Der 28-Jährige trifft nach seinem glatten 6:2, 6:1 gegen den neuseeländischen Qualifikanten José Rubinstetem ebenfalls am Donnerstag auf den an Nummer 4 gesetzten Spanier Pablo Carreño Busta. Von Sportinformationsdienst.